Serie, Movie, die Donnerstagssendung, aber auch Double Feature, Zapping und so weiter zuständig waren. Hier sind in der alphabetischen Reihenfolge John Balluff und Stefan Sperl. Freunde, das ist eine Überraschung, die wissen das selber gar nicht. Sehr schön. John Balluff, Stefan Sperl kommen auch in alphabetischer Reihenfolge. Nehmt bitte Platz. Legt euch diese Mikros an. Ist alles ein bisschen Homemade-Fernsehen. Einfach das Kabel irgendwo hier reinklemmen. Und den brauchst du nicht unten drunter zu verlegen oder so. Lass den Sender einfach da liegen. Wunderbar. John Balluff und Stefan Sperl, das ist eine große Überraschung für euch. Ihr seid sehr nervös, wie ich merke. Ja. Ich das nie hin. Geht das so, dass das da oben an dem Pullover dran hängt? Ist okay, ne? Ja, hört man mich. Ja, sag mal, du hast am Kehlkopf hängen das Mikro. Ja, ich habe ja auch einen Kehlkopfschaden durch das jahrelange Passivrauchen der Redaktion. So, was noch? So, Sperli. Das ist schon viel besser. Balluff, jetzt kommst du auch mal. Mein Gott. Ich wollte jetzt mal tolle Redakteure präsentieren. Ja? Ich habe so einen dicken Pulli an. Ja, ja. Geht das? Hält das? Ist super. Das ist super, oder? Prima. Man hört ihn. Das ist Herr Balluff, den wir auch oft gehört haben über die Studioanlage. Stimmt. Beim Sprechen immer wieder der Hintergrund, das Brain. Und auch Herr Sperl, auch du warst oftmals zu sehen. Du warst unter anderem zuständig für den internationalen Witz. Ich war auch jahrelanger Nahostkorrespondent von Late Lounge. Viele wissen das gar nicht mehr. Richtig. Vielleicht auch mal als Hebamme unterwegs. Also ich war da immer vor Ort. Du warst aber bei der wunderbaren Live-Übertragung dabei, als wir vom Osttor des Hessischen Rundfunks live übertragen haben, wie der Intendant das Gelände verlässt. Ja. Leider hatten wir keine Tonverbindung zu Stefan Sperl. Was waren denn jetzt so rückblickend für euch, das ist eine super Frage, die ich mir vorbereitet habe, die schönsten, was ist denn los, Lars? Was ist denn da für eine furchtbare Unruhe wieder? Hm? So, was waren denn für euch die schönsten Erlebnisse? Oh je. Ich würde sagen, unsere Klausurwochenenden, oder? Ja, ich meine, war die schönste Sendung? Jetzt geht es wieder nur um Weizenbier letztendlich bei euch. Nee. Was waren denn so die schönsten Sendungen? Spezielle Highlights? Ja, was war ein richtiges Highlight. Oh, ja. Das ist eine typische Redaktionssitzung übrigens. Was machen wir morgen in der Sendung? Mal überlegen. Ganz groß war natürlich der Pausenfüller, den wir... Oder du und Michi, den ihr nachgespielt habt. Als wir die HR-Kids hier nachgespielt haben, hat mir auch immer sehr viel Freude gemacht. Ja. Den könnten wir vielleicht übermorgen nochmal zeigen, oder? Vielleicht. Einen kurzen Ausschnitt. Wir können ja übermorgen einfach mal ein paar kleine Ausschnitte zeigen. Oh ja. So von jetzt keinen repräsentativen Durchschnitt von den besten Szenen. Nee, dann müssen wir einfach nochmal alle Sendungen senden. Müssen wir einfach nochmal alle fünfeinhalb Jahre nochmal wiederholen, um die besten Folgen zu zeigen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal stellvertretend für uns alle sicherlich bei unseren ganzen Zuschauern bedanken, die zugeguckt haben. Unbedingt, ich weiß, vielen Dank. Viele Polizeiwachen. Viele Stimmt. Feuerwehrwachen, viele Krankenhäuser haben regelmäßig zugeguckt. Diese ganzen Sanitätsstationen, diese und Sanitätshäuser. Johanniter, diese Rettungsdienste. Johanniter, Malteser und wie die alle heißen. Richtig, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich grüßen. Viel Spaß im nächsten Jahr. möchte mich auch gerne verabschieden von einem guten alten Freund, den wir immer hier hatten. Ich weiß. Wem? Klaus. Dem Klaus, genau. Die Sendung mit dem Klaus, wir können es jetzt an dieser Stelle zugeben. Wir haben jahrelang ja geklaut und der Klaus ist ja gar nicht von uns. Der Klaus ist eigentlich vom Norddeutschen Rundfunk aus einer wunderbaren Sendung, die heißt Extra 3. Läuft immer donnerstags um 23 Uhr. Ich glaube, ja. 23 Uhr beim NDR. Ein Satire-Magazin, früher moderiert auch von dem wunderbaren Jörg Thaddäus. Und aus der Sendung kommt der Klaus, den haben wir immer hier übernommen, haben sogar gesagt, das wäre von uns. Wir outen uns an dieser Stelle, weil wir eben auch aufhören. Der Klaus war niemals von uns, trotzdem möchten wir ihn heute nochmal zeigen. Mit der Folge Schönheits-TV. Herr Balluff zum Beispiel ist in diesem Fall immer der Klaus-Beauftragte gewesen. Er musste sich immer angucken, Stimmt. ist der Klaus noch einigermaßen aktuell, können wir den noch zeigen, weil wir haben ihn immer fast mit einer Woche Verspätung gezeigt. Zum einen, zum zweiten hast du geguckt, gibt es kein Äge. Ne? Ach so, ja, ja. Manchmal war der Klaus schon ein bisschen fies, gell? Ein bisschen sehr fies sogar. Ja, der Norddeutsche Rundfunk konnte sich das erlauben mit einer großen Satire-Sendung. Ja. Wir sind ja hier nur ein kleines Format gewesen und hatten immer viel Angst. Ich stehe doch dir jetzt gerade ins Gesicht, Sperl. Ich sag auch einfach erstmal gar nichts. Hast du Angst jetzt wohl? Ein bisschen nervös? Nein, für dich ist es doch Alltag, oder? Im Grunde bin ich ja ein alter Schauhase, ich bin schon jahrelang im Geschäft, ich kenne die Branche, habe das von der Pike aufgelernt. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass wir übermorgen wahrscheinlich eine Showtreppe hier im Studio haben werden. Wenn es noch die alte Showtreppe gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die noch auftragen. Und zwar eine selbstleuchtende ist das auch noch, ne? Ja, ja, die leuchtet. Also wenn es die gibt, dann natürlich. Die gute alte Heinz-Schenk-Showtreppe wird hier nochmal eventuell übermorgen zu sehen sein. Ja. Jetzt aber sehen Sie den Klaus mit dem Thema Schönheits-TV. John, du hast mir auch oftmals Moderationstipps gegeben. Wie würdest du jetzt zum Beispiel diese Folge anmoderieren? Was würdest du mir... Ich muss ja jetzt mich auch mal outen. Die ganzen Texte waren ja nicht von mir.
eigentlich alles Herr Balluch ausgedacht. Man könnte natürlich so sagen, also für uns wäre das überhaupt gar nicht Schönheits-TV, weil was soll an uns noch besser gemacht werden, noch verschönert werden? Herr Balluch, bei Ihnen wird es mir sofort einfallen, Ihre Frisur, ja, die mir im Moment überhaupt nicht gefällt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich heute rasiert. Ich muss zugeben an dieser Stelle, dass ich heute hier bin. Aber Herr Balluch, wenn ich dich jetzt auf dem Monitor sehe, bitte den Balluch mal nicht wegschneiden. Nee, guck du mal ruhig weiter, ja. Mich an. Du siehst schon ein bisschen aus, so wie als würdest du gerade vom Himalaya zurückkommen oder sowas. Oder auf dem Weg dahin sein. Ja, übers Wochenende natürlich wieder. Nein, weiß ich nicht. Siehst schon ein bisschen so aus wie der kleine Bruder von Reinhold Messner. Ja? Jetzt mal Schwenk auf Sperl, bitte. Du siehst nicht aus wie der kleine Bruder von Reinhold Messner, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Du siehst aber dafür aus wie wirkliches Brain, würde ich sagen. Sperl ist im Grunde Brain. Bin ich auch das Brain von Date Lounge. Jetzt kann ich es ja endlich mal sagen. Lass uns zurückkommen nochmal zum Klaus. Ja. Deine Anmoderation wäre... Meine Anmoderation... Du machst sie doch gerade einfach. Hier ist deine Kamera, Herr Balluch, bitte. Ja, also wir haben wie immer zum allerletzten Mal die Sendung mit dem Klaus geklaut vom Norddeutschen Rundfunk von Extra 3. Schönen Gruß nochmal an die Kollegen. Es dreht sich um das Thema Schönheits-TV. Das erfährt ja im Moment eine derartige, eine Hysterie, kann man schon fast sagen. Wir finden, für uns ist das nichts, weil an uns gibt es überhaupt nichts zu verbessern. Alles Weitere für Leute, die glauben, sie müssten Schönheits-TV beobachten, erklärt Ihnen jetzt der Klaus. Heute Schönheits-TV. Der kennt keinen Stau. Die hat's gern passgenau. Und das ist Schönheits-TV. Was? Schönheits-TV kennt ihr nicht? Macht nix, erklär ich euch. Früher waren die deutschen Mädels noch voll kernig, haben sich immer fit gehalten und hatten total gute Umgangsformen. Fanden die Medienfuzzis irgendwann gar nicht mehr gut und haben die Messlatte einfach mal höher gehängt. Wenn die Frau heute was gebacken kriegen will, muss sie genauso aussehen wie Dolly Buster, wie Lolo Ferrari oder wie Donatella Versace. Haben die deutschen Frauen auf einmal voll das schlechte Gewissen. Wie siehst du denn aus? Na gut, dann hilft eben nur noch rumschnippeln. Nee, nicht so, sondern am Po. Die kriegt mal ordentlich den Hintern voll. Und weil so eine OP ganz schön teuer ist, hat sich die liebe Verona gedacht, dann macht das doch bei mir im Fernsehen. In meiner Sendung auf Pro7 kriegt ihr das schön billig. Billig, ey? Schiss da drauf. Erstmal geht's unters Messer. Dann siehst du zwar aus wie vom Laster überfahren, ist aber nicht schlimm, bisschen unterm Turbobräuner. Guck mal, wie aus dem Ei gepellt. Super. Spieglein, Spieglein an der Wand, das ist ja allerhand. Erkennst dich zwar nicht wieder, macht nix, bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Da freut sich die Quote. Und die Schönheitschirurgen freuen sich auch. Bei denen stehen die Damen jetzt nämlich Schlange. Und wenn am Ende alle gleich aussehen, zählen auch wieder die inneren Werte. Guck mal. Und nächste Woche endlich schön billige Schönheits-OP jetzt auch bei Aldi. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus. Sehr schön. Letzte Bild übrigens, der Mann, der mit der Motorsäge hinter der Frau herrennt. Welcher Film? Ist aus einem Film geklaut. Das deutsche Kettensägenmassaker von Christoph Schlingensief. Sehen Sie, und deswegen ist Herr Sperl zum Beispiel Redakteur bei Late Lounge geworden. Gewesen. Ja, das wird auch hart jetzt. Harz. Also wird es Harz hier für euch, ne? Ja, mal gucken. Freunde, wir haben ja noch einige Sachen, einige Themen, die wir über 5,5 Jahre mit uns geschleppt haben, ja. Die wir nie geschafft haben, eigentlich mal zu machen. Kleine Spielchen und dergleichen. Ja, ja. Wir haben zum Beispiel noch immer unser wunderbares Deutschlandkartenspiel. Wer kennt Deutschland? Das ist und großartig. Im Zuge der Integration und auch zu beweisen, wir sind hier keine richtige Parallelwelt mit Late Lounge, sondern Sie zu Hause sind eine Parallelwelt, möchte ich gerne nochmal das Deutschlandspiel machen. Und zwar geht das hier auf dem Computer. Herr Balluch, so müssten Sie irgendwelche Anweisungen jetzt geben an die Regie, weil Sie sind ja normalerweise in der Regie und machen Ansagen und Sie fehlen ja jetzt. Ja, eigentlich müsste man das jetzt mal zeigen, ja, dass man mal sieht, dass den Zuschauern... Also man sieht ja eine Deutschlandkarte und jetzt ist rechts immer die Frage, wo befindet sich eigentlich? Und mit der Maus, kann man die Maus sehen? Ja, die sieht man. Muss man jetzt anklicken, wo sich die Stadt befindet und kriegt entsprechend Punkte, ist richtig, ne? Ja, oder kriegt dann gesagt, toll gemacht oder...
Ah ja, okay. Oder das war aber nicht so. Also ich würde sagen, Hamburg ist hier. Ach, um Hamburg geht's? Ich kann es gar nicht sehen. Nee, da, wo befindet sich eigentlich Hamburg? Steht doch groß und dick da. Ach so, ja, da oben Hamburg. Steht Hamburg. Okay, jetzt klicke ich hier, weil ich glaube, hier liegt Hamburg, ne? Da ist ja die Elbe. Das ist aus Dänemark, oder? Was? Das ist alles Deutschland, das Braune. Ihr habt das doch selber irgendwie vorbereitet, das Spiel. Ah, ja, ja. Ja, also hier würde ich sagen, da ist Hamburg. Ich klicke und ich löse gleich 8 Kilometer daneben. Oh, das geht, oder? Eine sehr gute Leistung. Okay, ja. Weiter. Nächstes. Wobei Hamburg ist auch nicht so schwer. Wo befindet sich eigentlich Düsseldorf? Pass mal auf. Also hier, das ist die Mosel. Das hier ist der Rhein, der geht hier hoch. Und ich weiß, dass in Düsseldorf hat, macht der Rhein so einen Knick. Da kommen die Schiffe immer rum, sehr schön. Ich würde sagen, es ist hier, Düsseldorf. Es könnte auch ein bisschen höher sein. Ich klicke mal, Achtung, ich löse auf. Ah, scheiße, es ist doch da oben. 20 Kilometer. 20 Kilometer. Ist aber auch noch... Ist noch gut? Immer noch okay. 20 Kilometer, okay. Wo befindet sich eigentlich Erfurt? Das müsste ich ja eigentlich wissen, weil wir jetzt Straßenstars für den MDR machen und da ständig unterwegs sind. Erfurt aber, ist an keinem Fluss. Aber oder ist sauschwer, oder? Erfurt. Ist Erfurt an der Saale? Nee. Ne? Nee. Naja, aber ist nicht so weit, glaube ich. Ist nicht so weit. Genau. Ich arbeite mich mal langsam hin. Das hier ist der Main. Das hier ist die... wo ist denn die Weser? Ist das hier die Weser? Ja, ne? Da oben, das ist die Weser. Das ist das die Weser. Dann ist eins von beiden die Kinzig und das ist die Lahn, ne? Naja. Ist nicht die Kinzig? Ist egal. Wir wollen ja auch Erfurt suchen. Ich würde sagen, hier. Genau da, wo jetzt die Maus ist. Ich würde... Ich würde noch ein Stückchen höher gehen. Höher? Ja. Mehr. Nee. Südwestlich vielleicht. Westlich noch? Südwestlich, so ein bisschen. Also jetzt diagonal runter. Nach unten. Runter nach links. Diagonal links, ja. Echt? Wollen wir unsere Zuschauer nicht mit Westen und Osten überfordern? Machen wir unten und oben und links und rechts, okay? Unten. Unten? Ja. Links. Links. So, da? Oder mehr noch? Unten und links. Ah ja, gut. Ich also ich klicke jetzt mal. Als Brain, ja. Oh, Herr Sperr, war gut. Wir hören noch weiter nach links und okay, 27 Kilometer daneben. Ja. Wo befindet sich eigentlich Berlin? Warte mal, das ist natürlich eigentlich mit den Seen. Warte mal, oder ist es hier oben? Nee, das ist da oben. Das ist die Mecklenburgische Seen. Richtig, warte mal, Hamburg war hier. Nee, Hamburg war da, Entschuldigung. Da ist Hamburg. Berlin liegt südlich von Hamburg, ne? Angeblich kann man das ja in einem Zug in 1,5 Stunden jetzt schaffen. Wenn der Zug nicht liegen bleibt. Das war großartig, oder? Ganz, das ganz, war doch ganz großartig. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Wussten Sie, dass 1938 haben die Züge das schon geschafft, Hamburg-Berlin in 1,5 Stunden, mit diesen Superdampfloks? Nee, ehrlich? Ja. Also ist jetzt auch nicht so die supertechnische Leistung, dass es heute wieder funktioniert. Aber damals sind sie wenigstens nicht auf offener Strecke liegen geblieben, vermutlich. Also, warte mal, Berlin ist jetzt aber hier, würde ich sagen. Ziemlich weit im Osten. Nee, tiefer, oder? Tiefer. Aber da sind noch einige Seen drumherum. Hier? Ja, 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 da irgendwo. So ehrlich? Nein, so südlich nicht, Herr Sperl. Wow. Also wir glauben jetzt mal Sperr. Komm jetzt mal Sperrs Tipp. Ja, ein bisschen mehr nach links. Das ist der große Zernsee und diese ganzen... Ist mach, da mal, mach da mal. Ist da Wannsee und der ganze Kram? Drück einfach mal drauf. Gut, Sperr. 11 Kilometer daneben. Nicht schlecht. So, pass auf. Wo befindet sich eigentlich Wiesbaden? Nee, das ist ja nur einfach. Hier ist der Main, da ist der Rhein. Ja. Ziemlich genau hier, würde ich sagen. Ein bisschen höher. Ja, ein bisschen höher. 10 Kilometer. Okay. Ja, München. Minga. Minga, Minga, Minga. Die Isar ist hier gar nicht eingezeichnet, ne? Das ist ja nicht die Isar hier. Na. Aber München ist... Was sind da für Seen? Also das hier ist der Chiemsee, würde ich sagen, da unten, das da. Mhm. Oder? Ist das der Chiemsee, kann das sein? Aber nicht. Ich glaube, es ist mehr nach links. Ja, nach hier, würde ich sagen, genau da, wo ich jetzt weiter. Bin. Noch weiter nach links, meine ich auch. Ja, hier? So, so da würde ich Ecke. Mal tippen, ja. Bisschen runter noch, glaube ich, so. Ja, 10 Kilometer, ist nicht schlecht, oder? So. 10 Kilometer, okay. Wo, was? Was ist das bitte? Hitzacker. Was ist das kennt ihr beide schon, weil ihr habt das schon mal gespielt, oder? Ja, aber ich habe es wieder komplett vergessen. Ich glaube, das ist im Harz. Im Harz? Oder? Weißt du das noch? Bei Hamburg. Ute weiß, es ist bei Hamburg. Echt? Wie weit von Hamburg weg? Nördlich, südlich? Mhm. Weil sonst im Notfall hätte ich jetzt einfach in die Mitte von Deutschland getippt. Dann wären wir noch am... Ne? Also würde ich mal sagen, tippe ich einfach mal hier. Oh! 58 Kilometer daneben. Immerhin. Ja? Hitzacker an der... Ja, stimmt, auch an der Elbe. So, Schwerin. Ach du Scheiße. Ja, das muss ja bei den Seen da oben sein, bei den oberen. Genau. Das müsste... Da oben. Nein, da oben. Ja. Da oben, ne? Oh, scheiße. Das war ein Versehen, ja gut. Ich hätte genau da getippt. Okay, pass auf. Stuttgart. Stuttgart, 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 Stuttgart. Da ist, Stuttgart liegt an der? Am Neckar. Am Neckar. Am Neckar. Am Neckar. Was ist der Main? Der Neckar geht hier. Ja, da, aber noch höher. Bisschen da, ja. So, ne? Ja. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Fluss hier? Was ist denn das für ein Fluss? Wo wir es reingeparkt haben. Ja. Der falsche jedenfalls. Ja, weiß es jemand, was im Fluss das hier ist? Gut. Kein Schimmer. Ist der ganze hessische Rundfunk jetzt hier. Ach du je. Magdeburg. Ach du je. In der Nähe von Köln, ist oder? Magdeburg ist, glaube ich, so halbe... Halbe zwischen Berlin und Wolfsburg. Ja.
Ne? Ist auf jeden Fall nördlicher als Erfurt. Aber Berlin war hier. Wolfsburg würde ich sagen, ist so da. Ich würde sagen, hier. Ja. Ja. Warte mal, ist es noch vor der Elbe von Berlin aus gesehen oder hinter der Elbe? War es nicht, ne? Ich tippe jetzt einfach mal hier, wo ich jetzt bin, ja, okay? Ja, ich würde ein Stück rechts noch. Ah! Es liegt tatsächlich sogar an der Elbe. Guck mal hier. Ja, stimmt. Magdeburg an der Elbe. So, ja. Potsdam, jetzt haben wir es dann, glaube ich, ne? Potze. Potze ist ja direkt hier da. Berlin. Da. Höher. Nee, nee, höher. Bisschen höher, ja. Mehr nach rechts. Echt? Ja. Da? Ja. 11 Kilometer daneben. Nicht schlecht. Respekt. So, Mainz noch. Na gut, das ist bei Wiesbaden, das haben wir hier. Ja, zack. Zack. Dresden ist, Das ist ziemlich in dem Zipfel da, oder? In dem Warte mal, das ist jetzt doch die Elbe. Ja. Und durch Dresden fließt die? Elbe. Elbe. Also kann es doch nicht so in dem Zipfel sein. Muss es hier sein? Ja. Aber Dresden ist doch eigentlich wirklich in dem Zipfel hier, oder? Nee, da ist Cottbus. Görlitz. Aber Sie müssen es doch wissen als Fußball-Mitreisender in der zweiten Liga. Cottbus habe ich mir erspart. Ich mach mal hier, okay? Ja. Ah, 24 daneben. Naja, immerhin. Wie viele sind das denn noch? Das müsste jetzt gleich sein. Bremen muss aber jetzt nun wirklich da oben ziemlich weit. Genau. Das hier ist Bremerhaven, ne? Ich würde sagen hier, oder? Ja. Ein bisschen höher. Ja, da. Noch höher? So viel ist es nicht. Ja, nee, guck mal. Ja doch, der stimmt viel höher. Bremerhaven ist da ganz oben. Fast richtig Weser, geht's schon auseinander? Wesermündung. Ah. Dankeschön. Saarbrücken, jetzt noch. Dann ist es vorbei, oder? Ich glaube, Saarbrücken ist das letzte. Da kommt, glaube ich, noch die Bonusrunde. Ja, die Profi-Version, die ist super schwer. Ah, da gibt's noch eine Profi-Version? Ja, ja. Wir haben aber noch ein anderes Spiel vorbereitet. Ja, fast. 38 Kilometer. Und die Auflösung, Kiel noch, hier oben an der Förde. Ja. Zack. So, was wie denn Hannover jetzt auch noch? Guck mal, Hannover ist an der Leine. Ja, die ist da bestimmt nicht drauf. Die ist ja relativ klein. Die Leine fließt in die Elbe? Weser? Oder in die Wese? Ich sag hier. Nicht. Peinlich. Also die Leine ist doch drauf eingezeichnet. So. Note 3 insgesamt. 692 Kilometer lang. Naja, immerhin. Wenn Sie möchten, das kann man zu Hause nachspielen, wenn man möchte. Ne? Ja. Auf unserer Homepage findet man den Link. Im Linktipp-Archiv. Im Linktipp-Archiv. Das war mal Linktipp der Woche. Ja, ja. Letzte Woche oder wann? Vorige Woche. Die Woche davor, ne? Vor 2 Wochen. Einfach mal im Archiv nachgucken. www.latelaunch.de. Auf www.latelaunch.de. Da gibt es noch viel, viel tollere Links. Genau, ins Linktipp-Archiv gehen und dann finden Sie eben diese wunderbare Deutschlandkarte. Wer kennt Deutschland am besten? Jetzt habe ich ein Zeitzeichen bekommen, dass wir nur noch 2 Minuten haben. Echt? Sie sind ja gleichzeitig der Redakteur, Herr Ballow. Ja. Sagen Sie jetzt einfach, setz dich darüber hinweg, Herr Moderator, oder sagst du, nee, wir müssen das jetzt auch so einhalten? Also, wir haben ja noch nie überzogen, insofern. Nein! Wir heute mal, oder? Nein, ich kann nein. Mich nicht erinnern. Nein, wir haben ja auch noch unseren Bazar, wir haben ja einiges zu verlosen. Unbedingt. Zum Beispiel der Hinweis in unserem Newsletter diese Woche, den können Sie auch abonnieren auf www.latelaunch.de, lohnt sich auch noch, weil nächstes Jahr gibt es ja auch noch weiterhin wunderbare Sendungen von Late Lounge, zum Beispiel den Krypt, den wird es weiterhin geben. Wahrscheinlich dann mittwochs, ist noch nicht ganz raus. Mhm. Es wird aber natürlich auch hoffentlich, oder wahrscheinlich, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, eventuell Straßenstars weitergeben und dergleichen. Jedenfalls kriegen Sie den auch nächstes Jahr weiter in den Newsletter. Und es gibt auch weiterhin wunderbare Sachen zu gewinnen. Diese Woche zum Beispiel dieses Buch. Dieses Buch, Alles schön, von unserem werten Kollegen Jörg Thaddäus mit einer Widmung von Jörg Thaddäus. Haben wir hier eine Widmung drin? Nee, das ist doch noch ohne Widmung. Mit einer Widmung von Jörg Thaddäus. Ideales Weihnachtsgeschenk. Wenn man den Newsletter abonniert, kann man das noch gewinnen und gleich weiter verschenken mit Widmung. Toll. Tolle Sache. Außerdem verlosen wir auch noch diese Woche diesen Film hier, Mucksmäuschen still. Gestern Abend war er bei uns zu Gast, der Markus Mittermeier, der Regisseur des Films. Die DVD können Sie auch noch gewinnen. Und jetzt in der Sendung können Sie, es ist super Basar. Wir haben noch was. Ja, das machen wir morgen. Okay. Den Kalender machen wir morgen, okay? Ja. Diese DVD können Sie auch noch gewinnen. Der Wichser mit Olli Kalkofe, Bastian Pastewka, mit Olli Dittrich, Anke Engelke. Wolfgang Völz. Wolfgang Völz. Muss ich gucken. Christoph Maria Herbst. Christoph sehr Maria lustig. Herbst, sehr groß. Thomas Fritsch, ja. Thomas Heinze. Die DVD können Sie gewinnen. Wie, das sage ich Ihnen gleich. Vorher schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt an oder erstes Filmquiz? Wenn ich es richtig im Kopf habe, erst den Trailer vom Wichser, oder? Sie haben den Ablauf gebaut, den ich immer gerne über den Haufen geworfen habe. Heute möchte ich mich an den Ablauf halten. Das heißt, wir gucken uns jetzt erst den Trailer an und dann kommt die Preisfrage. Eine Stadt in Angst. 2 Polizisten. Und nur eine Frage. Warum ist denn das hier eigentlich so grau in grau? Da hätte ich ja gleich schön in Bitterfeld bleiben können. Nehmen Sie das doch nicht so persönlich. Das ist doch nur ein Casting. Miss Mini-Pony! Ja, wo zum Teufel steckt der Schiefinspektor? Für diesen Fall brauche ich meinen besten Mann. Gentlemen,
Inspector Very Long, Chief Inspector Even Longer. Der Mönch mit der Peitsche ist ermordet worden. Das war so ein komischer Knochenkorb mit einem Zylinder. Der Wichser. Schönen Tag noch, Gentlemen. Nicht so schnell, Cookwood. Ein paar Fragen hätten wir da schon noch. Und was bei der Zeitung überhaupt nur für? Smearlap. Den kaufe ich mir. Raus mit der Sprache. Long! Long! Ups. Was haben Sie herausgefunden? Smearlap verschifft illegal Girl Groups ins Ausland. Im Auftrag von Cookwood. Hat Smearlap das zugegeben? Ja. Nein. Und was ist mit dem Wichser? Der Wichser ist nichts als ein verdammter Wichser. Nimm endlich deine dämliche Maske ab. Setz du endlich mal eine auf. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Falscher Film. Trapdoor. Trapdoor. Ach ja, Falltür. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Chefinspektor. Sie sehen erbärmlich aus. Es wird der Tag kommen, da werden alle Menschen Wichser sein. Hallo, hier spricht Edgar Wallace, dein Nachbar. Ich würde mich lieber noch ein bisschen in dem Schuppen hier umschauen. Ich könnte mich als Führer anbieten. Diesmal nicht. Der Wichser kommt mit Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Olli Dietrich, Christoph Maria Herbst, Thomas Fritsch und Wolfgang Völz. Der Wichser. Nicht demnächst im Kino, sondern demnächst in Ihrem DVD-Player, wenn Sie möchten. Unsere letzte DVD-Verlosung dieses Jahr. Der Wichser. Wie können Sie diese DVD gewinnen, Herr Sperl? Über unsere Homepage www.latelounge.de natürlich. Nein. Nein. Indem Sie unser Filmquiz auflösen, die Zuschauer. Ach so. Das ja, aber das gibt es natürlich auch noch auf der Homepage. Das kann man sich auch noch mal auf der Homepage angucken. Du denkst immer nur an die Homepage, denk doch mal an die Sendung.